Energie Cottbus gewinnt gegen Lok Leipzig 3:1. Würden Sie sagen, bester Spieler Region und Ost, Wahnsinn, ne? Würden Sie sagen, es war heute die beste Saisonleistung von Energie Cottbus bisher? Boah, weiß ich gar nicht. Sehen Sie das so? Also, so vom Gefühl her ist es einfach so, schwer jetzt zu vergleichen, aber das Spiel heute an sich kann es nur einen Gewinner geben. Ich glaube, über die 90 Minuten war das sehr, sehr deutlich von uns. Die Intensität, die wir gefahren sind, da konnte Lok meiner Meinung nach nicht mitgehen. Wir hatten sehr viele Hochkaräter. Ja, das 1-1 dann unglücklich, weil quasi erste Chance von denen, so richtige Chance, dass das gleich ein Tor gibt. Und da haben wir dann auch wieder Charakter bewiesen. Und ich glaube, wichtig war auch, wieder eine Reaktion zu zeigen gegenüber Jena. Da wo, hätten wir auch schon Auswärtssieg verdient gehabt. Und ja, einfach dran zu bleiben. Und ich glaube, man merkt diesen Team-Spirit. Und gerade zu Hause, viertes Spiel, vierter Sieg ist einfach sehr wichtig. Deswegen einfach eine gute Leistung. Ob es die beste war, weiß ich nicht. Und erst jetzt etwas, glaube ich, ausgeglichen. Klar, dass Cottbus hier zu Hause Druck macht und viel Ballbesitz hat, die Fans pushen. Ist, glaube ich, klar. Haben wir auch eine gute Truppe zusammen. Ich denke, wir haben es trotzdem gut gemacht, auch uns vom Gegentreffer dann nicht beirren lassen. Gut, ein schön rausgespieltes Tor von uns. Ja, am Ende, ich weiß jetzt, das 2-1 und gut, das 3-1 dann hinten raus ist, dann kriegst du dann halt, weil du aufmachst. Das 2-1 weiß ich jetzt gar nicht mehr, das muss man sich nochmal angucken. Ja, ist ein bisschen schade, wir haben uns erhofft, hier was mitzunehmen, aber ja, so ist es. Boah, war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht, wie wir gekämpft haben. Super als Team und meiner Meinung nach klar verdienter Sieg. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben? War es so die Leidenschaft heute, die Energie Cottbus mehr an den Tag gelegt hat als Lok? Ich würde auch sagen, die Zweikampfführung, ne? Wie wir in jedes Duell gegangen sind. Wir wollten jeden Zweikampf gewinnen und zum Glück haben wir uns dann belohnt für unsere harte Arbeit und so kann es gerne weitergehen. Ne? Ja, sind wir dann wieder, zweite Halbzeit wieder gut begonnen, viele Torchancen rausgespielt, trotz der Platzverhältnisse, glaube ich, sehr gut den Ball laufen lassen. Und zu Recht gewonnen. Ob wie zuletzt, was es ausmacht, ist, dass einfach jeder, der auf dem Platz steht, sein Level abruft, seine Leistung abruft. Was ist mit dir? Jeder, der reinkommt, ob Ali, der reinkommt, noch ein Tor schießt, das ist, glaube ich, der Schlüssel aktuell, dass jeder, der spielt, seine Leistung abruft und dazu beiträgt, dass wir gewinnen. Natürlich freue ich mich, dass ich am Ende noch den Deckel drauf gemacht habe, aber umso mehr freue ich mich erstmal, dass wir gewonnen haben. Und dann kommt noch dieses E-Tüpfelchen, sagt man oder so, dass ich noch das Ding zugemacht habe. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich erstmal, dass wir gewonnen haben als Mannschaft. Das 1-1, glaube ich, in einer Phase bekommen, wo niemand damit gerechnet hatte. Wir hatten alles im Griff, machen die dann wieder unnötig stark. Aber klar, die Reaktion nach der Halbzeit war super. Wir wussten, dass wenn wir unseren Stiefel weiter runterspielen, dass wir auf Strecke belohnt werden. Und so ist es dann ja auch gekommen.